Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir befinden uns hier in Kaltherz und haben in der letzten Folge ein paar Gefangene befreit und helfen hier gerade einem Vater, seine Tochter zu finden, die leider von, ja man kann es ja ruhig beim Namen nennen, Sklavenhändlern verschleppt wurde und verkauft wurde. Ja, wir sind jetzt gerade dabei herauszufinden, wo sie sein könnte. Wir sollen einmal zur Insel der Ausreißer. Wir können ja mal gucken, wo sich die Insel befindet. Die ist hier hinten. Ich glaube, wir befinden uns gerade hier. Genau, in Kaltherz. Das macht auf jeden Fall Sinn, dann da mal hinzureisen. Ist ja nicht ganz so weit weg. Ja, also runter von Kaltherz und auf zur nächsten Insel. Wieder über das Meer von Gina. Kältewelle Meere. Ja, scheint alles hier ziemlich kalt zu sein in der Gegend. So, wo Ellie ist. Ja, ins Handwerkerviertel auf Burg Wern müssen wir auch nochmal. Und nach Annika müssen wir auch auf die Sonnenblumeninsel. Wo ist denn Annika? Annika ist hier unten ganz. Müssen wir auch noch mal gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Ja, wir sind viel am Segeln in letzter Zeit, um immer von A nach B zu kommen. Hier haben wir noch ein paar Gravuranleitungen. Ja, für klassenexklusive Gravuren. Nachweis der Gefangenenbefreiung. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen können. Auf jeden Fall auch mal darunter legen. Die werden wir dann vermutlich erstmal wieder im Lager behalten. Sirius Meer ist hier oben. Ja, eine schöne kleine Insel. Können wir auf jeden Fall mal anlegen. Die Insel der Ausreißer. Diese Stadt wurde von Flüchtlingen aus Shushaya. So, hier haben wir auch noch mehrere Quests, wie es aussieht. Sprechen wir erstmal mit der angenehmen Lina. Willkommen auf der Insel der Ausreißer. Hier leben die wahren Sieger des Lebens ein glückliches Leben. Fernab der Ungerechtigkeit der Außenwelt. Ein Mädchen mit braunen Augen und blonden Haar. Ah, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Natürlich, ich weiß es. Sie ist schon lange hier. Es gibt allerdings ein Problem. Sie hat sich mit einigen widerlichen Leuten eingelassen, denen sie einen Batzen Geld schuldet. Sie lassen sie nicht so einfach gehen. Bis sie bezahlt hat, was sehr lange dauern kann. Naja, sie tut mir leid, also werde ich helfen. Ich bin mit einem von ihnen befreundet. Ich werde mit ihm reden, aber du musst eine gefälschte Quittung besorgen, die beweist, dass sie ihre Schulden bezahlt hat. Die kannst du im hinteren Teil des Dorfes beim Piratenhändler erwerben. Sie wird nicht viel kosten. Holst du sie? Willkommen auf der Insel der Ausreißer. Hier leben die wahren Sieger des Lebens glücklich in der Gesellschaft Gleichgesinnter, weit weg von der Ungerechtigkeit der Welt da draußen. Oh, wenn du zum ersten Mal hier bist, solltest du wissen, dass die Goldmünzen, die auf dem Kontinenten benutzt werden, hier keine Verwendung finden. Hast du auf deinen Reisen über die Meere die Piratenmünzen gesehen? Das ist unsere Währung. Wir können nichts von
den anderen Kontinenten kaufen. Daher haben wir unsere eigene Währung geschaffen, um die Marktpreise unter Kontrolle zu halten. Die Piratenmünzen werden auch auf vielen anderen Inseln eingesetzt. Wusstest du das? Du siehst nicht so aus, als hättest du dein ganzes Leben auf einem Kontinent verbracht, aber ich dachte, ich sollte es dir lieber sagen. Du solltest Piratenmünzen besorgen, wann immer du kannst. Es gibt besondere Gegenstände, die man nur mit Piratenmünzen kaufen kann. Wie wäre es, wenn du dir die Gegenstände ansiehst, die du mit Piratenmünzen kaufen kannst? Ich muss etwas kaufen, aber ich kann hier nicht weg. Ich gebe dir ein paar Piratenmünzen und könntest du sie vom Piratenhändler für mich holen? Du kannst dir gleichzeitig seine Waren ansehen. Sag ihm einfach, dass du Linas maßgefertigten Dolch haben möchtest. Ja, hier gibt es noch weitere Quests, die wollen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Geht's denn hier teilweise hin? Was ich hier mache, fragst du? Materialien für meine Forschung sammeln. Wie du siehst, gibt es in diesem Dorf nicht viel. Wenigstens kann ich am Strand ein paar nützliche Sachen finden. Sag mal, könntest du mir helfen, hier nach nützlichen Sachen zu suchen? Suche im Alteisen nach etwas Brauchbarem. Wow, das ist ja viel und auch noch brauchbar. Danke, Torus. Okay, Reittür können wir hier leider nicht benutzen. Was funkelt denn dann so schön? Wofür ist das? Sprich mit Pastel. Hm, das ist nicht schlecht, aber darauf ist zu viel Schlamm. Okay. Und jetzt? Ah, okay. Wir können es einmal begutachten. Nach dem Säubern erscheinen rostige Teile. So etwas habe ich noch nie gesehen. So etwas habe ich bisher noch nie gesehen. Ja, schön wiederholt. Zeigen wir das hier Dr. Norman. Ah, Dr. Norman ist der beste Ingenieur hier. Du findest ihn wahrscheinlich im hinteren Teil des Dorfes. Ja, dort hinten ist er. Gut, dann können wir, glaube ich, den Weg hier oben erstmal lang gehen. Und dann kaufen wir Linas Dolch hier vom Piratenhändler. Lina will ihren maßgefertigten Dolch haben. Ah, ich schau mal für dich nach. Ah, da ist er ja. Hier, nimm ihn. Es ist nicht einfach, ein so tolles Produkt zu einem so niedrigen Preis zu finden. Okay, wir sollen hier auch noch was eintauschen. Und zwar hier den Gefangenengebühr-Entlohnungszertifikat. Das Gold haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, das war's damit. Auch wenn das oben noch angezeigt wird. Wo sind diese Halunken? Es ist Zeit für das Abendessen und sie sind immer noch irgendwo unterwegs. Abenteurer, hast du ein paar Kinder im Dorf herumlaufen sehen? Wenn du sie siehst, sag ihnen bitte, dass es Zeit für das Abendessen ist. Ja, natürlich sind die überall verstreut. Wie sollte es auch anders sein? Sollen wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Ja, einmal hier auf das Haus und dann hier rüber springen. Es ist jetzt Zeit, zurückzukehren. Und auch du, ab nach Hause.
So, die sind alle wieder zu Hause angekommen. Dann können wir da noch mal vorbeischauen und uns die nächste Quest holen. Was haben wir denn hier Schönes? Sprich mit Ritter Rembrandt. Gesucht, Name Nova, Alter 30, Verbrechen Betrug an der Gräfin. Belohnung abhängig von seinem Zustand zum Zeitpunkt der Gefangenenabnahme. Ah, bist du an einer Kopfgeldjagd interessiert? Dieser Kerl hat einige Edelfrauen verführt, um sie auszunutzen, und ist dann auf die Insel der Ausreißer geflohen. Ich soll ihn für meinen Meister aufgreifen, aber dieser Schürzjäger ist gerissen und kann sehr gut entkommen. Wer Nova zu fassen bekommen, soll reichlich belohnt werden. Wenn du Hinweise auf seinen Aufenthaltsort haben willst, solltest du die Dorfbewohner hier fragen. Okay, das können wir ja direkt mal anfangen. Ich habe lange genug in diesem Dorf gelebt, um zu wissen, was du willst. Deine Augen. Du hast die Augen eines Kopfgeldjägers. Ich kann dir nicht sagen, wo Nova ist. Das ist ein Missverständnis. Nova ist unschuldig, mehr als jeder andere auf der Welt. Nova? Warum suchst du diesen Idioten? Er muss irgendwo im Dorf sein und seine Freundinnen umwerben. Wurde aber auch Zeit. Du bist doch kein Kopfgeldjäger, oder? Wenn du nicht nur ein Leben hast, solltest du dich besser von Nova fernhalten. Oder die Frauen im Dorf, mich eingeschlossen, werden dich nicht in Ruhe lassen. Okay, das scheint hier sehr bekannt zu sein. Oh, tut mir leid, aber du bist zu schnell zurückgekommen. Das Essen ist noch nicht fertig. Könntest du ein wenig mit den Kindern spielen? Ja, auch das können wir machen. Ich habe gehört, dass alle Abenteurer gute Tänzer sind. Kannst du auch gut tanzen? Aber natürlich, das können wir direkt mal unter Beweis stellen. Die Kinder mögen dich, Torus. Das freut mich. Als Dankeschön für deine Hilfe habe ich dir auch etwas zum Abendessen gemacht. Du hast doch sicher Hunger, oder? Hier, probier mal. Da wird hier irgendwie gerade nicht angezeigt. Da haben wir es auf F6. Wie schmeckt es dir? Ich bin kein guter Koch. Es ist köstlich. Du bist sehr freundlich, Torus. Ich weiß, dass es nicht gut schmeckt. Ich habe es auch schon probiert, aber danke für deine netten Worte. Ich kann nicht gute Dinge herstellen, aber ich kann sie gut reparieren. Verlässt du das Dorf? Du hast mir geholfen, daher möchte ich mich bei dir bedanken. Aber ich habe im Moment nichts, was ich dir geben könnte. Wie wäre es damit? Bitte bring diese Uhr einem Kerl namens Mehmann. Du kannst das Geld für die Reparatur behalten, das er dir gibt. Galen hat mir meine Uhr zurückgegeben. Mal sehen. Sie war total kaputt, als ich sie ihm brachte. Er kann Dinge wirklich gut reparieren. Danke. Meine Uhr sieht jetzt aus wie neu. Und wir bekommen hier ein paar Münzen. Galen muss tagelang hart gearbeitet haben, um das hier zu reparieren. Ich würde mich gerne bei ihm revanchieren. Hier, nimm du das Geld zusammen mit etwas Obst. Teile es mit Galen. Ah, schön, dich wiederzusehen, Torus. Könntest du mir einen Gefallen tun? Es ist überhaupt nicht dringend. Die Kinder dürfen es nicht wissen, aber ich möchte, dass du etwas von meiner guten Freundin Saron abholst. Nenne einfach meinen Namen und sie wird wissen, was du möchtest. Galen hat dich darum gebeten? Oh, und er will, dass es vor den Kindern geheim gehalten wird? Wow, sein Herz ist weich geworden. Klar, das, was er will, ist hier. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist, und gib es ihm. Ah, und noch etwas. Sag ihm, wenn er mich noch einmal so etwas aufhält, werden seine Kinder leiden. Sprich mit Bamto. Ah, Torus, bitte hilf Galen. Er will schon wieder etwas Gefährliches tun. Er hält uns immer noch für Babys. Wir wissen, was er vorhat.
das letzte Mal, als er so eine Kiste bekommen hat, hatte er nach einer Weile überall Verletzungen. Das muss genauso gefährlich sein wie das letzte Mal. Wir wollen nicht, dass er sich wehtut. Bitte hilf uns. Hilf uns, das auszutauschen, was in der Kiste ist. Ich will es meinem Spielzeug aufsetzen. Ich will es ihm schenken. Ich werde ihm meinen neuen Lieblingskaktus schenken. Wie wäre es mit einem hübschen Stürmer, das ich neulich gekauft habe? Oh ja, diese unentschlossenen Trottel. Wir werden uns heute nie auf etwas einigen können. Da du der Älteste von uns bist, solltest du wählen. Aber wähle nicht den Kaktus. Ja, mal gucken, was wir wählen. Du hast die Wahl. Was sollen wir da reintun? Das Stirnband. Das hübsche Stirnband. Nun, das hätte ich nicht gewählt, aber wie du willst, Zoos. Leute, ihr habt den Abenteurer gehört, oder? So, was haben wir jetzt hier Schönes? Wir haben ein paar Münzen bekommen. Das brauchen wir noch. Hier haben wir nochmal Gravuranleitungen. Die packen wir auch erstmal runter. Du bist gekommen. Okay, ich werde meine Tochter abholen. Du wartest am Hafen auf mich. Das dauert sicher nicht länger als 2 Minuten. Hast du ihn bekommen? Danke, ich habe mein ganzes Leben lang nach diesem Dolch gesucht. Hurra, ich liebe ihn. Sieh mal, diese Werte. Crit-Wahrscheinlichkeit und sogar Gesundheitsentzug. Ich habe so viel getan, um ihn für mein Debüt in der Arena zu bekommen. Was ist los? Der Piratenhändler lässt dich so etwas Gutes nicht kaufen? Ah, das hatte ich vergessen zu sagen. Da dieser Ort nicht durch das Gesetz geschützt ist, machen die Händler keine Geschäfte mit Leuten, denen sie nicht vertrauen. Mach dich mit ihm bekannt und irgendwann wird er dir seine besten Waren zeigen. Kaufe ein paar Sachen mit Piratenmünzen, um Vertrauen aufzubauen. Je mehr du kaufst, desto bessere Waren werden verkauft. Okay, 5 grobe Dolche sollen wir jetzt vom Piratenhändler kaufen, damit er uns dann ein wenig mehr vertraut. Ausreichend Piratenmünzen müssten wir haben. Da haben wir mit der Expedition auf unserer Insel auch schon gut was eingenommen. Hier, grober Dolch. So, jetzt sollen wir am Hafen warten. Wir gucken nochmal. Ich glaube, wir haben hier noch eine Quest offen. Abtrünniger Wolf. Ratgeber Jorn können wir, glaube ich, auch erstmal deaktivieren. Dann können wir die ja so lange anmachen. Und ja, wir sollen ihn wirklich suchen. Fange Nova, der sich auf der Insel der Ausreißer versteckt hält. Ja, der könnte natürlich überall sein. Tja, wo kann er nur sein? Ja, schade, dass wir jetzt hier auch so langsam laufen. Ohne Pferd bzw. Wolf ist schon ein bisschen blöd. So, wir können hier oben vielleicht nochmal lang. Da ist er. Schöne Frauen wollen immer nur mich. Übrigens, Taurus, ich glaube, du hast nichts mit mir zu tun. Moment mal. Oh nein, bist du Esmeraldas Liebhaber? Ah, Rembrandt, dieser arme Ritter sucht nach mir, der arme Kerl. Sein Herr verdient keinen so großen, stolzen Ritter. Ich sage dir eins, ich habe nichts mit Lady Renal zu tun. Graf Franks weiß besser als jeder andere, dass seine Frau kein Flittchen ist. Ich habe ihr nur zugehört, während Graf Franks damit beschäftigt war, ihr Geld beim Glücksspiel zu verprassen. Geh zurück und sag ihm, dass er mehr Zeit mit seiner Frau verbringen sollte, anstatt seine Zeit mit mir zu verschwenden.
Ah, das war nur ein Missverständnis von Ser Rembrandt. Du hast Nova gefunden. Geht es ihm gut? Ja, er ist von Damen umgeben. Das bezweifle ich nicht. So ist Nova eben. Danke für deine Hilfe. Ich übernehme ab jetzt. So, wir können das Ganze abschließen. Und sprechen hier unten auch nochmal mit Lina. Hast du das alles gekauft? Wow, du hast mehr Geld, als ich dachte. Du hast genug bei dem Piratenhändler gekauft. Jetzt kennt er dich gut genug. Nenne ihm meinen Namen und vielleicht gibt er dir einen besonderen Rabatt. Und nun geh zu ihm. Viel Glück bei der Suche nach guten Gegenständen. Okay, wir sollen hier nochmal am Hafen auch warten. Warte darauf, dass Grace erscheint. Ja, Leute, müssen wir machen. Ja, passt gerade ganz gut. Ich beende die Folge dann mal an dieser Stelle und würde mich freuen, wenn ihr dann natürlich wieder einschaltet zu Lost Ark. Und ja, lasst auch gerne mal ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.